Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Room 3, Video Nummer 6. So, wir sind jetzt immer noch an diesem komischen Gerät hier. Und ja, ich glaube, ich muss erst einmal dieses komische Ding da anmachen, weil ich muss ja da neu. Also die Pyramide sehen wir schon, also... Und wir sind gespannt, was uns in diesem kleinen Türmchen... Oh, lieber Gott, was ist denn das? Kann man das bewegen? Oh, ihr Männer! Aha, okay, das kann man also bewegen. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage... So eine Fassung habe ich doch schon mal gesehen hier, natürlich. Ach du Blöde. Geh da rein. So, einmal eine Runde drehen. Ja, und? Hä? Weiter geht's nicht. Ja, genau. Jetzt machen wir das nochmal so. Ups. Das war so allerdings jetzt mal nicht geplant. Ich kann aber auch nicht auf die andere Seite. Wenn ich den Kurbelgriff im Turm auf der Goldkiste drehe, scheint sich ein Zahnrad auf derselben Platte zu drehen. Okay. Alter, was geht denn hier für eine Scheiße? Wie zum Geier kriege ich dieses blöde Mistding dann über? Also ich denke, ich muss mal dieses Zahnrad hier, muss ich wahrscheinlich irgendwie da oben drauf kriegen. Die Frage ist, wie zum Geier mache ich das? Das ist die Frage. Oh, so, mal gucken. Das ist gar nicht so. Da geht's nicht weiter. Das ist doch fucking Bullshit. Irgendwas. Ja, ist hier in Ordnung. Jetzt kriege ich das Ding dann noch. Jetzt ist die Frage. Soll ich das dann überkriegen? Das ist doch technisch gesehen unmöglich. Das ist doch unmöglich. Wie soll ich denn das hinkriegen? Das ist doch... Das geht aber auch nicht weiter nach oben. Das Problem an der Sache... Ich kann es nur so drehen. Das ist das Schlimme an der Sache. Das... B
Bestimmte Teile der Platte haben Griffe. Ob sich die wohl bewegen lassen? Oh, leck! Oh, seid ihr Schweine! Oh, seid ihr Schweine! Hey. Ah, das ist ja ein dicker Hund. Jetzt müssen wir den wieder so stellen. Das heißt, also, meine Herren, das war schwere Geburt. Ey. Och nee, ey, nicht schon wieder. Ey. Jetzt kann ich das. So. Das war ein so ungefähr. Und das müsste ungefähr so. Sag ich doch. Nur ein bisschen logisch denken und dann funktioniert die Sache. Objekt gefunden, ein Zahnrad. Na, ist ja toll. So, jetzt geht er wahrscheinlich raus, ne? Jetzt ist natürlich die. Warum zum Geier ist dieses Ding. Ach, war da nicht irgendwas mit dem Blöde? Kristall. Oh, ihr Männer, was will ich denn mit dem Scheiß, der Christ? Dann gucken wir uns den nochmal an. Ein Zahnrad. Kann man das irgendwie. Neben dem riesigen Pendel ist eine Platte mit einem Drehrad. Das muss ich mir anschauen. Okay. Sich da rein. Oh, Heiligsblechle. What the fuck? Was mache ich hier? Nützt mir nichts. Nützt mir nichts. Nützt mir auch nichts. Doch bestimmt das komische Ding doch. Dieses Rad hat mehrere Fassungen. Ein Teil fehlt. Ja und? Und jetzt vielleicht? Nö, also der sagt mal wieder irgendwas. Neben dem riesigen Ziffernblatt befindet sich ein Kasten an einem Metallpfeiler. Was für ein Ziffernblatt? Mich verarschen?
Was für ein Ziffernblatt? Oben auf dem Kasten ist ein Objekt, das gehört vermutlich an einen anderen. Was für ein Kasten? Wollt ihr mich verarschen? Oben auf dem Kasten? Da kann ich nicht hin, das sind die Glocken, da geht. Also ich komme oben auf dem Kasten ist ein Objekt, das gehört vermutlich an einen anderen. Neben dem riesigen Ziffernblatt befindet sich ein Kasten an einem Metall. Ja, was für ein Zifferblatt. Ich glaube, ich muss noch mal runter, habe ich das Gefühl. Was geht denn jetzt ab? Ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal hoch, weil jetzt haben wir jetzt dieses komische Ding. Vielleicht passt es dann in die Mitte von diesem komischen Gerät. Ja? So, schauen wir mal an. Vielleicht funktioniert es. Aha. Da ist eine Kurbel. Warum komme ich nicht da unten an dieses blöde Ding? Oh, leck mich doch am Arsch, was ist denn das? Der sieht mir doch gar nichts, aber irgendwie sieht man doch. Dieses Bild von der Burg. Oh, lieber Gott, ey, was geht denn jetzt ab? Ein Moment mal. Irgendwie. Ich kann aber nur nach links und nach rechts drehen. Also mit dem Okular habe ich eine Szene im Inneren des Gemäldes im Glockenturm entdeckt. Auf einem der Türme befindet sich ein verschiebbarer Stab. Ach so. Oh, ihr Schweine, ey. Ey, das ist ja. Jetzt ist natürlich die Frage.
Okay. Ah! Objekt gefunden, ein Ziffernblatt. Ja, ist ja toll. Und was mache ich mit dem Scheißding? Da hinten ist nix. Okay. Also ich denke mal, hier oben sind wir fertig. Ich denke, wir gehen nochmal runter und gucken uns die Sache mal unten an. Moment mal, ich glaube, da müssen wir näher hin. Hätte hier sein können. So, die Scheibe, die ich gefunden habe, scheint Teil eines Ziffernblatts zu sein. Es muss sich irgendwo hingehören. Ich denke mal, dass das mit dem Scheiß irgendwas zu tun hat, aber. Kristall, ja, ist ja in Ordnung. Ob dieses Teil wohl irgendwo an der Goldkiste gehört? Ja, da gucke ich ja gerade nach, du Affe. Ah ja, okay. Ich glaube, ich weiß es schon. Oh, leck mich doch am Sack, ey. Muss ich zu einem Schachspiel hier oder was geht hier ab für einen Film? Muss ich das verstehen? Jungs, kann mich jemand Schach? Ey Jungs, ich kann kein Schach, sorry, aber. Also ich verstehe es nicht ganz, also keine Ahnung, was der, ob das stimmt, was ich hier gerade mache. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe, aber anscheinend hat es gepasst. Sich das nicht auch noch irgendwie drehen oder? So.
müsste der Scheiß doch. Okay. Okay. So, ich denke mal, jetzt müsste es doch eigentlich. Ja, und was mache ich jetzt damit? Jetzt ist natürlich die Frage, was zum Geil nützt mir der Scheiß? Nichts zu erkennen. Ja, ist ja in Ordnung. Jetzt. Wir drehen einfach mal so lange, bis irgendwas passiert. Nicht schon wieder. Oh, ihr Männer, ey, das ist ja wohl nicht euer Ernst, ey. So, also gut. Oh. Das ist so. Definitiv. Jetzt drehen wir den nochmal rum. Der ist so. Und der ist so. Was? Willst du mich verarschen? Eingriff mit Fassung. So, er geht wieder raus aus dem Ding. Gib mir doch einfach diese Scheißpille. Was mich ein bisschen stört, ist dieses Ding da. Wieso zu Geier? Das kann man doch verschieben. Das sieht doch ein Blinde. Oder habe ich das schon gemacht? Oh, ihr Männer, ey. Was ist das? Ja, genau. Mach das Ding auf, dass ich da endlich. Also, fassen wir mal zusammen. Wir haben diesen komischen Schlüssel mit diesem Dreieck. So. Bei der Goldkiste ist eine große Holztür. Es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Was für eine Holztür? Verarsche. Ah, alles klar. So, ich denke mal, das wird der da sein. Das ist ja eine tolle Wurst. Oh, ihr Männer, was ist denn das für eine komplizierte Scheiße da drüben?
Also entweder fehlt da ein Stein oder wir müssen diese Steine so. Ja, nee, ist klar. Da fehlt definitiv so ein blödes Stein. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich denke mal, dass ich diese komische Muster da oben machen muss. Ja, ist in Ordnung. Im Keller ist eine kleine verzierte Kiste. Sie hat einen Verschluss auf der Vorderseite. Also bin ich da wahrscheinlich falsch. Naja. Aufziehschlüssel. Aha, okay. Lass mich raten, ich muss diese blöde Figur jetzt so irgendwie hinfuhren, dass die da irgendwie in der Mitte. Oh, Moment mal. Diese blöde Figur nicht bewegen, sagen wir. Ich gebe deinen Arsch tritt. Sau, verdammte. Also irgendwie muss man doch. Was ist das denn? Eine kleine Klappe. Ich weiß nicht, wie ich sie öffnen kann. Moment mal, mir habe da so ein blöder Aufziehschlüssel, der muss doch irgendwo. Was ist das denn da für eine quadratische Platte auf der Seite der Kiste im Keller? Was ist hier? Aha. Hallo? Wollt mich wohl verkacken, ne? Nein! So, lass mich raten, der Schlüssel kommt da rein. Ich muss den irgendwie den richtigen. Oh. Das ist natürlich ein fucking Bullshit, ne? Boah, das ist ja echt ekelhaft. Ey, Jungs, das könnt ihr doch nicht bringen, ey. Ey, wie machen wir das am dümmsten? Machen wir mal den weg, jetzt läuft er wieder nuf. Wie zum Geier kriege ich die dumme Sulle da rein? Was passiert, wenn ich es jetzt wegmache? Wo geht denn dann hin? Ich
okay, dasselbe Ding. Die Spieldose im Keller hat zwei Ballerina-Figuren, nur eine von ihnen hat eine Mitte erreicht. Ach nee, mach Dinge. Die Frage ist, wie kriege ich diese dumme Sau doof diesen Weg da? Jetzt da mach, läuft der da weiter. Kann das sein, aber das ist ja dann dasselbe. Das läuft ja dann wieder da. Oh, ihr Männer. Jetzt läuft der runter. Wenn ich den jetzt ummache, dann läuft er jetzt. Dann läuft er jetzt da nuff und da nein. Hm. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ja, wenn ich jetzt wieder drauf drücke, dann läuft er ja wieder da nein. Also warten wir mal kurz. Oh. Ich glaube, ich habe es gerade gesehen. Ich glaube, dieser Weg war da noch zu. Ja, ganz genau. So, passt im Luft. Jetzt mach ihn auf. So. Okay. Wir haben eine andere Bahn. Gut. Oh ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Geil! Was ist denn das? Ein Edelstein! Muss ich da irgendwas neu drücken oder? Nö, ne? Ja. Ich denke, ich habe den Edelstein jetzt. Ach nee, schon wieder so ein blödes Ding. Oh Mann, ey. Da. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Geier machen wir das jetzt am dümmsten? Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich denn jetzt irgendwie... Mhm, alles klar. Okay. Der da. So, was passiert? Achso, ich muss wahrscheinlich die Augen drauf drücken, ne? What the fuck? So, jetzt müssen wir natürlich den da auch noch, ne? Okay. Das wären der da. Boah, Alter. Boah, das sitzt. Nee. Ist doch technisch unmöglich. Achso. Die zwei waren das. So wieder hin ist auch. Hallo? Was ist denn das denn für eine Scheiße da? Oh, leck, echt, das ist ja jetzt wohl echt nicht euer Ernst, oder?
zum Geier müssen wir denn eigentlich bauen? Wenn ich. Aha, okay. Es lüftet sich langsam. Hätte man sich ja fast denken können, weil da so ein voller Vogel drauf ist, ne? So, und was jetzt? Oder oh, nicht irgendwo ein Schloss? Wo war denn das komische Ding mit dem Schloss? Da war doch irgendwas mit. Oh, lieber Gott, ich sehe gerade, wir haben 36 Minuten drauf. Ah, ich muss mal einen Cut rein machen. Hey, von lauter Rätsel, Rätsel, Rätsel. Ja, ich mache hier jetzt einfach mal einen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Die nächste Folge kommt gewiss. Bis dahin sage ich jetzt aber erstmal tschüss, ciao und grüßt mir die Hühner.